Satu sama left. Welcome, welcome. Okay, da geht's los. Hallo liebe Zoom-Freunde. Alle auf Zoom gerne mit Video dabei mitmachen, also ihr könnt mitfeiern per Video. Dann sieht man euch da hinten. Herzlich willkommen! Welcome zum ersten Online-Mensa-Fest der Erde. Natürlich live und in Farbe aus dem Mensa-Keller der JKU, wo sonst? Also wir sind da wirklich da, wo wir normalerweise auch stehen würden. Und ja, wir freuen uns, dass ihr alle dabei seid. Und wir wollen das natürlich heute mit euch machen und mit euch so richtig feiern. Und damit wir das können, schaut am besten auf unseren Zoom-Link, den haben wir gepostet. Ja, der ist zum Beispiel auf unserem Zwei-Tages-Bart-Account, da könnt ihr auf Zoom reinklicken, da kommt ihr hier hinten bei uns dazu. Da haben wir schon den Simon, den Thomas, den Johannes, den Markus. Macht's mal alle eure Kameras an, dann sieht man euch da, dass wir mitfeiern. Grüß euch, wir sind Zwei-Tages-Bart, herzlich willkommen beim ersten JKU Online Mensa-Fest. Woo! Yeah! Ladies and Gents, ich würde sagen, wir fangen mal an und spielen mal Musik. Wir haben uns schon was eingeschenkt. Ich hoffe, bei euch zu Hause ist auch schon was am Start. Ja. Sing it, sing it, yeah. Sing it, yeah. Sing it. Mit tanzen noch zu Hause. Wir wollen die Bildschirme sehen. Macht die Kameras an. Ja, und das Gute, wenn ihr bei Zoom dabei seid, dann könnt ihr auch was gewinnen. Nämlich wir haben ein ganz, ganz besonderes Package, einen Hauptpreis. Ja. Und es ist 5 Freikarten fürs ÖH-Sommerfest. Juhu! Fürs ÖH-Sommerfest. 10 Gutscheine für den ÖH-Shop. Wow! Und 10 Jägermaster für dich und deine Studienkollegen. Also, das gibt's zu gewinnen für alle, die auf Zoom dabei sind nachher. Wir sind ungefähr eine Stunde online. Und es gibt laufend Preise. Schaut's mal her, Socken, alles haben wir da. Erster Drop. Und wie spürt ihr das auch für dich? Schon lange keine Musik mehr gehört. Passt das für dich? Ich weiß gar nicht mehr, wie es auflegen geht. Und was hat sich da jetzt genau geändert? Übrigens, das letzte Mal, wo wir hinter Turntables gestanden sind, das war genau hier beim letzten. Bei der letzten Welcome Week. Ja. Im Oktober an der JKU. Hey, wir haben schon 160 Leute online bei der JKU. Wir sehen das ein bisschen schlecht. Ciao, mille grazie, servus. Was haben wir denn alles für Exchange Students? Nasdrovie. Herzlich willkommen beim ersten Online-Mensa-Fest. Woo! Also ein paar sind im Zoom-Warteraum. Ja, wir lassen euch alle rein. Hereinspaziert. Ja, und wünscht euch gerne was. Schreibt in die Kommentare, welche Musikwünsche ihr habt. Was wollt ihr jetzt hören die nächste Stunde? Schreibt uns. Unser Teilnahmelink für Zoom da hinten. Ja, da haben wir schon die erste. Bahara, hello. Nice. Turn on your cameras, guys from Zoom. Turn on the cameras. Auch alle Mitarbeiter, Kameras anmachen, mitshaken. Ich würde vorschlagen, nach dem nächsten Song verlosen wir unsere ersten Socken. Einen oder zwei? Machen wir mal einen, oder? Die haben wir natürlich auch an. Yeah. Put your hands up, everybody!
Ah, ist das schön. Dazu ein guter Kaffee oder so. Was willst du schon, Socken verlosen? Ja, ist es schon soweit. Achtung, wir verlosen einen Socken. Nur einen. Nur einen, okay. Für die Frage, welches ist das höchste Gebäude an der JKU? Das ist ja schwer. Ja, schreibt es jetzt in die Kommentare. Wir verlosen unter allen, die richtig kommentieren, einen Socken. Nur einen. Und für die zweite Quizfrage kriegt man dann den zweiten, hätte ich gesagt. Ja. Das ist ein fairer Deal. Fair. Auf geht's. Ja, das geht schon in die richtige Richtung, sehe ich da bei den Kommentaren. Nicht schlecht. So, jetzt mal auf Zoom da. Put your hands up on Zoom. Wir brauchen eure Videos. Ich sehe da schon einen super Musikwunsch. Wie viele Hände hat der Oktopus? Ausgezeichneter Musikwunsch. Schaut gut aus. Also nochmal, es geht um einen Socken. Die Frage ist, was ist das höchste Gebäude an der JKU? Super! Wir haben noch zu wenig Videos hier auf Zoom. Die Verhager ist jetzt unsere einzige. Stark. Guys from Zoom, wo sind denn alle auf Zoom? Videos. Getcha, wir wollen euch sehen. Mario, wo bist du? Mikro an, Kamera an. Put your hands up! Woo! Also Musikwünsche sind erlaubt. Schreibt uns, was ihr euch wünscht. Nur Helene Fischer kostet 50 Euro. Nach wie vor. Wow. Das hat sich nicht geändert. Nein, hat sich nicht geändert. The Riddle hat sich dabei gewünscht. Geil. Okay. Ich würde sagen, wir gehen mal. Ich verlose jetzt den einen Socken. Sagst du den Socken bitte? Ja, ich würde sagen, beide Socken, oder? Sind wir wirklich so best, dass wir nur einen Socken. Ja, ich würde wirklich nur anfangen. Okay. Na gut. Wir verlosen einen Socken und weil ihr beim Gewinnspiel mitmacht, bekommt ihr einen zweiten gratis dazu. Wow! Nehmt jetzt am Gewinnspiel teil und bekomme einen Socken und bekomme den zweiten Socken gratis dazu. Also, wie kommt man in das Zoom-Meeting? Ganz einfach mit dem Zoom-Link, den haben wir gepostet. Der ist oben in der Bio, oder? Genau, in der Bio von Zweitagesbad. Und in der JKU ist es in den Mails und auf der Homepage. Aber Zweitagesbad Instagram-Account geht am schnellsten. Genau, da kommt ihr direkt zum Zoom-Link. So, ich scrolle jetzt durch und drücke random auf eine Person, die gewinnt mit der richtigen Antwort. Schau weg, schau ein bisschen weg. Er scrollt durch, Und diese. Es ist, ich würde sagen, der Tobias Wimhofer. Tobias Wimhofer, du hast zwei Socken gewonnen. Tobias Wimhofer, diese Socken gehören dir. Gratuliere. Die richtige Antwort ist natürlich das Techwerk. Nein, TNF-Turm. Stark. Come on!
Let's go. Hey, das Sockenmonster. Du kannst wieder ein paar Leute reinlassen beim Zug. So, was verlosen wir als nächstes, Pascal? Jede Menge Preise hier beim Online-Mensa-Fest. Ein JKU-T-Shirt. T-Shirt, oder? So wie unseres. Nach diesem Song gibt's das T-Shirt. Bleiben Sie dran. Liebe zwei Tagesbad-Fans, wir können die Kommentare vom Handy leider nicht lesen. Es ist zu weit weg. Wir kommen noch einmal nach vorne und dann schauen wir uns das an. Let's get it. Ja, warum haben alle die Kamera aus? Das frage ich mich auch. Schalten Sie doch mal die Kamera ein hier auf Zoom. Turn on your cameras. Spannende Musikwünsche, da. Richtig saufen von Finch Asozial. Wer ist Finch Asozial? Harrison and Ford. Achso. Also, da bin ich ja zu weit dafür. Ja. Wir haben lieber Jennifer Lopez. Zeig mir deine Hüftschwung. Übrigens, weitere Musikwünsche. Herr Kuchen, Nudeln. Was ist das? Nein. Das ist ein Lockdown-Song. Expuls, Expuls und Navos. Bier, Narcos. Also kommt rein, hey, wir haben die nächste Nico Schmitzberger Race Hitter. Ja, ist der Markus. Oder? Ja. Nico. Nico, ein geiler Hintergrund. So, Lukas, mach mal deine Kamera an da mit diesem Profilbild. Judo-Matten. Oh, wer ist da nur bei dir? Let's get loud. Cheers zu Hause, guter Mittwoch, Spritzer. Let's get loud. So, wir verlosen jetzt ein Leiberl, das was wir anhaben, ein JKU-Shirt. Ein T-Shirt. Und das gibt es, es ist nämlich jetzt eine schwierigere Frage. Und zwar, in wie vielen Ländern hat die JKU Partner-Unis? Boah, schwierige Frage. In wie vielen Ländern hat die Johannes Kepler-Universität Partner-Unis? Schickt uns eine Zahl in den Chat rein und wer am nächsten dran ist bei unserem Durchscrollen, der gewinnt ein JKU-T-Shirt. Wie viele Länder? Los geht's. Wie viele gibt's insgesamt? 12? Na, 194, glaube ich. 100.000. Ja, 0,3. Ja, da kommt auf Insta schon einiges rein. Ja, über 200. Ich meine, das, es gibt ja nur 194 Länder, oder? Ja, schau, Schatzi, aber jetzt landet mehrere Unis. Nein, in wie vielen Ländern? Ach so, ist die Frage, ja. In wie vielen Ländern hat die JKU Partner-Unis? Ach so, ja. Ja. Sehr ganz klar. Und mitsingen! A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. Ja, ja, Markus! Nächste, der mitschreibt! Markus! Markus mit der Kamera an, jawohl! Und dann der Nächste, Alter, den haben wir schon gehabt. Nico! Also nochmal zur Erinnerung, alle die auf Zoom dabei sind, haben die Chance auf unseren Hauptgewinn. Das sind 5 Freikarten fürs ÖH-Sommerfest, 10 Gutscheine für den ÖH-Shop und 10 Jägermeister für dich und deine Kollegen. Und wir legen auch noch eine Flasche Wodka drauf. Jump up in the-
there and move it all around. Shake your head to the sound, put your hands on the ground. Take one step left and one step right. One to the front and one to the side. Clap your hands once and clap your hands twice. And if it looks like this, a little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit. Also da ist schon alles dabei bei den Kommentaren. Okay. Von 0 bis 200, über 200, 365, so viele Länder gibt es gar nicht. Ja, wer hat gesagt 44? Fassbar. Ja. 10, 9, 33, 87, das ist alles falsch. Voll gemein. Ja, so ist es. So, mittanzen da auf Zoom. Put your hands up, alle Hände nach oben da. Jawohl, Julia ist auch on. Taki, taki. Schub, Baby. So, damit Sie jetzt richtiges Mensafest-Feeling habt, für alle, die noch nie auf einem Mensafest waren, am besten den Boden ein bisschen pickig machen, tatsächlich so ein bisschen einen Spritzer ausladen und steigt auf den pickigen Boden. Ah, es ist herrlich. Oh, jetzt machen wir ein bisschen Schub hier. Welcome to the first online Mensa Fest. Everybody, come on. Jetzt geben wir ein bisschen Gas. Cheers. So, Achtung, jetzt zu Hause eskalieren. Die Hände zum Himmel. Ah, ist das schön, wieder mal einen Bass zu spüren. Herrlich. Ja, Pascal, ungefähr genauso viele Leute wie bei unseren ersten Auftritten heute hier. Es ist herrlich. Also wir haben ein Leiberl verlost. Die Frage war, in wie vielen Ländern hat die JKU Partner-Unis? Und die Antwort, meine Lieben, es sind 50 Länder. 50. Und das wusste. Du musst durchscrollen und dann den ersten nehmen, der. Ja, es wussten drei, glaube ich. Mr. Mindmeat. Ja, aber warte mal, da haben sie auch einige gewusst. Ja, wir haben jetzt zwei. Wir haben im Zoom-Chat haben sie auch ein paar Zoom gewusst. Zoom hat es auch einer gewusst. Mr. Mindmeat und der Mario Hofer. Ich würde sagen, wir haben jetzt auch zwei Leiberl. Zwei T-Shirts, passt. Mario Hofer und Mr. Mindmeat, ihr bekommt je ein Shirt. Wow. Happy Birthday, voll geil. JKU-Shirts, die sind so geil. So gefällt mir am besten. So nicht. I've done my sentence. Was willst du mir damit sagen? But committed no crime. Kommt in den Zoom-Raum und feiert mit. I've made a few. Julia, macht sie gerade irgendeinen Salat oder so? Oder was macht sie denn? Wird es schön, wenn wir das endlich wieder live hören, dieses Lied. Mit Freunden in den Armen, wenn es wieder losgeht. Everybody! Let me see that.
Zicke, zacke, zicke, zacke. Schaut viel gut aus, wie du da reinschaust. Ladies and Gents, wir haben unsere nächste Verlosung. Und zwar gibt's jetzt eine CD mit Live-Musik vom Uni-Orchester. Eine Live-CD vom Uni-Orchester, Somnium, The Dream. Sehr, sehr geiles Teil. Das gibt's jetzt zu gewinnen. Wir verlosen im 5-Minuten-Takt. Also unbedingt dranbleiben. Es gibt jede Menge geile Preise bei uns. Und jetzt gibt's eine CD. Zeig mal, was ist da für, ja, für Song oben? Das sind Songs drauf wie Glory von Far, Pomp and Circumstance, okay, oder von Josef Strauss, Music of the Spheres. Aha. Die Frage ist, wer von euch hat noch ein CD-Laufwerk? Keiner. Ja, vielleicht im Auto. Vielleicht im Auto. Ich bin gespannt, ob das Uni-Orchester sowas auch spielt. Das war schon mal leichter. Und die Musik war auch schon mal ein bisschen schneller. Ein geiler Effekt war. Keine Pannen, alles schon. Nur mehr, oder was? Die nächste Frage lautet, ja, sehr schwierige Frage, ja, gibt es an der JKU eine Sauna? Ja oder nein? Wir verlosen unter allen richtigen Antworten eine CD des Uni-Orchesters. Go, go! So eine schwierige Frage, oh mein Gott, wie könnte die jemand beantworten? Gibt es eine Sauna? Auf was draufkommen, nachdem es ja dann noch zwei Antwortmöglichkeiten gibt. Wenn man clever ist, schreibt man einmal ja und einmal nein und dann findet man nicht mehr teil. Dazu müsste man aber wahrscheinlich Statistik studiert haben an der JKU. Ja. Das haben wir nicht, deshalb haben wir wahrscheinlich nur eine Antwort reingeschrieben. Ja oder nein? Dreams we love. Und jetzt die Hände nach oben, alle Hände nach oben zu Hause. Put your hands up. Put your hands up. Ja, Mariam, sehr gut. Simon Krenn macht der Corona-Party zu Hause. Geil. Florian, Simon. Benjamin. So, die Hände nach oben. Good.
weil da freue ich mich auf den Moment, wenn dieser Keller wieder voll ist hier, wenn wir wieder gemeinsam springen und feiern. One, two, three, go! Da-da-da-da. Musikwünsche sind erlaubt. Und gleich verlosen wir diese CD. Oh. This is come on! Da-da-da-da. Richtige Blitzlichtparty bei Simon Krenn. Wahnsinn! Bei Simon eskaliert's. Geil! Flora Schönberger hat auch ein schönes Zuhause. Weiter geht's ab bei dir. Die ganze Küche eskaliert bei Florian zu Hause. Geil! So, ihr Lieben, die Frage war: Hat die JKU eine Sauna? Und die Antwort ist: Ja! Sie hat eine Sauna. Wahnsinn, so eine hochkomplexe Frage. Und wo ist diese Sauna? Sie ist im der neuen Kepler Hall. Alter. Und in der neuen Kepler Hall könnt ihr euch übrigens auch ab Montag alle Preise abholen. Wir werden jetzt noch ein paar raushauen. Eine halbe Stunde haben wir noch Zeit. Alle Preise, außer unseren Hauptpreis, den könnt ihr euch bei der ÖH abholen, könnt ihr euch in der neuen Kepler Hall über der Sauna abholen. Wer ist dafür, dass wir in der Sauna eine Party machen, eine Sauna-Party, sobald die Sauna eröffnet ist? Nein, das haben wir schon mal gemacht. Was ich bin dafür, ja, auf Summer Splash haben Wahnsinn, wir das schon gemacht. Das war so cool. Jedenfalls, wir schauen. Michi vom Veranstaltungsmanagement steht ja da hinten. Ja. Michi, eine Sauna-Party. Sie rollt mit den Augen. Sie rollt mit den Augen. Gut, jedenfalls, wir schauen, wer gewinnt diese schöne CD. Und ich scroll wieder einfach runter und rauf und du sagst Stopp. Okay, und Stopp. The Real Shock. The Real Shock hat gewonnen. The Real Shock. Schreibst du das auch auf mich hin? The Real Shock, du bekommst eine Somnium-CD, Ladies and Gents. Und legen wir gleich noch was drauf, haben wir gleich das nächste Gewinnspiel raus, teasern ja, wir was an. Ja, jetzt kommt das nächste Gewinnspiel. Ja, und es ist was? Ja, kein Stress. Achso, Entschuldigung. Was, denn, was hast du für einen Stress? Für dich muss es passen. Für mich passt. Desinfektionsmittel. Na. Doch. Wie wär's mit diesem geilen JKU-Pullover? Boah. Diesen JKU-Pullover erhält der oder diejenige, die nächste Frage auswendig kann. Oder wie, weiß. Und die nächste Frage lautet: Wie viele. Dieser Mann hier hat lange studiert. Ich habe lange studiert. Wie viele Semester? Darum bin ich auch so schlau. Wie viele Semester? Ja, sagst du. Wie viele Semester hat Karl an der JKU studiert? Schreibt es in die Kommentare und gewinnt einen Pullover. Also 3 ist zu wenig. Ja, wir brauchen noch mehr Zoom-Videos. Wer möchte noch bei Zoom zu uns mitkommen?
Checkt euch den Zoom-Link in der Bio bei zwei Tagesbad. So wie Marlene, Florian, Christian, Simon, Julian, Markus, Karl. Hey, Marlene hat sogar noch einen dabei. Wo ist Karl? Karl, der komische Typ. Wo ist der? Was soll ich? Also da ist schon einiges dabei. Ja, was traut ihr mir zu? Unfassbar. Schau ich nicht aus, wie einer, der in meiner Studienzeit studiert, oder was? Ich kann euch eins sagen, wenn ihr glaubt, er hat lange studiert, dann packt nochmal eine Schaufel oben drauf, dann seid ihr ungefähr richtig. Und? Scheißig, 211, so eine Scheiße. Aber ich kann euch sagen, der die richtige Antwort hat, der Erste, der sie hat, der gewinnt. Und sie ist noch nicht gefallen. Die richtige Antwort ist noch nicht gefallen. Wie viele Semester habe ich studiert? Warte, ich schaue jetzt am Zweitagesport-Account da kurz. Ja. Habe ich studiert. Hallo Silvia Schneider, schaut uns ab zu. Hi. Und okay. Pascal, es hat tatsächlich jemand erraten. Ja. Der Erste. Wo, im Zoom? Ja, auf Zoom war der Erste. Warte mal, wo war er? Da oben war er. Die erste richtige Antwort ist natürlich Karl Hatt. Zwar den Magister geschafft, aber dann haben sie ihm geschenkt, damit er endlich von der Uni verschwindet. Nach sage aber und schreibe. Bin zurückgekehrt. Nach sage und schreibe 19 Semestern. Ja, das sind nicht einmal 10 Jahre. 19 Semester, das ist ja Fisch. Ja, 19 Semester. Ja, dafür habe ich das Studium genossen. Du willst jetzt sagen, dafür habe ich das Studium mit Auszeichnung abgeschlossen, hast du aber nicht. Nein, habe ich nicht. Dafür habe ich das Studium Genoss. Okay, also ich habe 19 Semester studiert. Das wusste er zuerst. Benjamin Zahirovic. Benjamin, du bist brillant. Zahirovic, kannst du, den müssen wir uns wieder aufschreiben. Oder auf Zoom ist er. Ja, wahrscheinlich schon in der nächsten Spalte drin. Stark. Cool. Einen Song, dann gibt es das nächste Gewinnspiel. Bis deppert, wir haben nur Gewinnspiele. Halleluja. Und Moment, der Song passt einfach so gut. Die JKU schreit. Sind you being gone? Ich komme wieder. It was cool, but it was all pretend. Yeah, yeah. Since you've been gone. You dedicated, you took the time. Wasn't long till I called you mine. Yeah, yeah. Since you've been gone. All you'd ever hear me say is how I picture me with you. That's all you'd ever hear me say. But since you've been gone, yeah, yeah. Thanks
So, ladies and gents, das nächste Gewinnspiel startet. Wir verlosen ein süßes weißes Leiberl, das ist eher so Girls. Ja, das ist ein Girls-Shirt, ja. Girls-Shirt, JKU. Und dazu gibt es eine FFP1-Maske, die man eigentlich nicht mehr braucht. Aber es ist wurscht. Sie gibt es gratis dazu. Ja. Weißt du was? Ich lege nur eine zweite drauf. Ja, leg noch was, eine Maske? Ja. Oder ein T-Shirt? Wir haben eh so viel, hau noch raus. Ja, vielleicht wissen das ja zwei Leute. Okay, dann machen wir vielleicht zwei. Verlassen wir uns zwei. Okay. Genau. Also, auch Pascal war nicht der bravste Student. Es gab ein Fach, in dem ist er zweimal durchgefallen. Ja, habe ich erst beim dritten Mal geschafft. Welches Fach war das? Dazu muss man wissen, was ich studiert habe. Nein. Sehr schwierig sein. Don't you worry, child. Durchfallen tut jeder mal. There was a time into my father's eyes. In a happy home, I was a king, I had a golden throne. Wo bin ich zweimal durchgefallen? Those days are gone, now the memories on the wall. Machst du da Schleichwerbung? Schleichwerbung. Es war nicht Marketing. Das Kinder war... Und jetzt zu Hause mitsingen, dass euch der Nachbar hört. Mitsingen! Da sind schon einige heiße Tipps dabei. Einige heiße Tipps haben wir schon. Mathe, in Mathe ist er noch in der Schule fast durchgeflogen. Ja, da habe ich einen Vierer gehabt. Obwohl er die Beispiele gehabt hat vom Lehrer, oder? Ja. Was trotzdem noch. Aber Mathe habe ich dank der harten Schule in der Matura dann auf der Uni mit einem Klacks bestanden. Ja. Wir haben beide einen Magistertitel, nur in was ist halt die Frage. Das würde euch an dieser Stelle helfen. Ah, wir haben beide einen Magistertitel an der JKU gemacht. Zu unserer Zeit, damals, so vor 20, 30 Jahren, gab es noch nicht so viele Studien. Da gab es noch schwarz-weiß, da war alles noch schwarz-weiß. Also Plastik habe ich noch keins kennt. Also so Verfahrenstechnik und so habe ich nicht gemacht. Das sage ich nur dazu. Hey, was hast du da gegeben? Calling you up to get down, down, down. The way that we touch is never enough. Turning you up to get down, down. Show me a piece of your heart, a piece of your love. Calling you up to get down, down, down. The way that we touch is never enough. Turning you up. Put your fucking hands up. Down. What? Sorry, just quickly. What if it's da 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 down down da 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 geht's ab. Okay, wir kommen zur Auflösung des nächsten Gewinnspiels für zwei T-Shirts. Oder nein, du gibst jemanden, der es richtig hat. Jeder, der es richtig hat. Okay. Ich habe einen schon gesehen.
Es waren einige nah dran. Einige hatten Kostenrechnung, das war es aber nicht ganz. Einige hatten Buchhaltung. Ich muss dazu sagen, Kostenrechnung habe ich tatsächlich aufs erste Mal geschafft mit einem Zweier. Das war damals für mich selber auch unbegreiflich. Hast du es wirklich so, was du gesagt hast? Ja. Ich habe hier Budgetierung. Nein, Budgetierung war ja auch gut. Was ist Vorkostenrechnung und was ist Vorbudgetierung? Ah, damals. Bilanzierung. Bilanzierung. Frau Sabrina. Frau Sabrina hat es richtig auf Dings erzählt, keiner auf Zoom. Bilanzierung, mein Hassfach damals. Hätte fast einen vierten Anlauf gebraucht. Bilanzierung. Auf Zoom hat es Vivi. Du bist in Vivi durchgefallen. Ich bin in Vivi durchgefallen, ja. Ja, Vivi haben wir beide studiert. Wobei, Gender Studies hätte auch sein können. Nein, Gender Studies habe ich noch nicht machen müssen. Was? Weil ich noch im alten Studienplan war. Da war Gender Studies noch nicht vorgesehen. Ich habe Gender Studies nie gemacht. Du. Also, jetzt du warst ja korrekt irgendwie dich beschimpfen. Ja, dann beschimpfen wir halt korrekt. Aber ich kann das nicht auf Gender Studies, weil ich das nie gelernt habe. Bilanzierung. Bilanzierung. Du, ich hasse Bilanz. Du Sack. Du kannst mir einfach sagen, du Sack. Oder was auch immer. Du kannst es zu mir sagen. Ach so, okay. So. Hast du eigentlich das Interview von Meghan und Harry gesehen? Ja. Du auch, oder? Boah, das war schon arg, ha? Wollen wir da jetzt klatschen dran? Es ist ja die Frage, weißt du? Nein, ich muss sagen, ich finde es schon. Also, ich meine, es war schon sehr authentisch, wie sie es gemacht haben. Es war absolut authentisch. Und hast du gewusst, dass Oprah Winfrey... Aber es war natürlich Oprah ist ja großartig. Oprah Winfrey war großartig. Und Oprah Winfrey hat $9 Millionen für dieses Interview bekommen. Zu Recht. Ja, wie viel bekommen wir für unsere Interviews? $9. Schmusemoment. Ich muss sagen, während Corona ist die Liebe gewachsen. Die Liebe. Ich bin auch untergegangen während dem Lockdown. Habt ihr das alle noch gesehen überhaupt? Wer kennt Titanic noch? Das ist keine Quizfrage. Die Tür war groß genug für beide. Wir wissen es. Put your hands up, Zoom. Alle Hände nach oben, da hinter uns, die Hände nach oben. Desinfektionsmittel. Desinfektionsmittel. Oder wie Trump sagen würde, ein Schnapserl. Eine Infusion. Eine Infusion. Für die nächste Quizfrage rund um die JKU. Die nächste Quizfrage rund um die JKU lautet: Wie viele, das wissen wir noch nicht genau, das müssen wir nämlich noch fragen. Hände. Wie viele Studienrichtungen gibt es an der JKU?
Quizfrage, wie viele Studienrichtungen? Was? Wie viele einzelne, verschiedene, unterschiedliche, einzelne, gleiche Studien kann man machen an der JKU? Ja, das sind, glaube ich, schon einige. Ja, drum. Wir wissen es noch nicht, wir finden es noch raus. Okay. Was ich weiß ist, wir sind heute mit den Bands auf die Uni gefahren. Wir sind ja im Mensakeller. Ich drück aufs Gas, hör die 500 PS. Fahren durch die Stadt, GTA Los Angeles. Alles brennt schwarz, Maserati, GTS. Manchmal gibt's Palaver, doch es regelt sich von selbst. Fühl mich wie Rocky, Rabe graviert auf dem Cockpit. Lipglas am Sippe, Kind der 90er Jahre wie Mob Team. Ah, der Mauer ist topfit, gibt dir den Sound und die Optik. Aus reiner Routine, die Glock mit, denn wirst wie nicht Gott. Ah, Konkurrenz, mir fällt gerne. Alle Winner in unserem Team, bin ein Sperrbitch im Lanachi und auf dem Juice-Magazin. Ihr Sound ist Vanessa Mai, mein Sound direkt aus Marseille, den 5 aus seit Tag 1. Ich drück aufs Gas, hör die 500 PS, fahre durch die Stadt, GTA Los Angeles. Alles macht schwarz, Maserati, GTS. Manchmal gibt's Ball, aber doch es regelt sich von selbst. Aha. Ich drück aufs Gas. Was war eigentlich deine lustigste Geschichte, die du an der JKU je erlebt hast, Karl? An die kann ich mich leider nicht erinnern. Aber du bist schon im Unideich gebadet, im Baywatch-Outfit. Ich war mehrfach im Unideich. Das erklärt einiges. Und es ist tatsächlich grauslicher, als man es sich vorstellen kann. Also ich habe wirklich dann auch, also ich kann es ungefähr so sagen, bis dahin ist Schlamm. Also man steigt wirklich in Schlamm bis dahin. Also was, während du erzählst? Sicher einen halben Meter. Während du erzählst, machen wir schon ein bisschen Hintergrundmusik. Ja. Und ich hatte danach wirklich einige Blutegel. Echt? 3 oder 4 Blutegel auf meinen Beinen. Aber das soll ja gesund sein. Hast du wirklich gehabt? Hab ich wirklich gehabt. Ja. Wer geht mit uns in den Uniteich baden? Aber trotzdem, ich würde es immer wieder tun. Es ist schön, im Uniteich zu baden. Gerade nach einem Mensafest. Ich bin auch nach meiner Sponsion direkt in den Uniteich gegangen. Schön. Gegangen. Du bist in den Uniteich gegangen. Ich bin über den Uniteich gegangen. Ich muss dazu sagen, ich habe auch eine Lieblingsstory an der JKU. Ja. Was ich nie vergessen werde, ist, ich bin mal... Meinst du etwas, was hier passiert ist, an dieser Stelle? Ja, auch an dieser Stelle. Ja, was? Nein, ja, ich bin mal von dieser Stelle hier... Ja. ...heimgegangen. Ja. Um 4 Uhr früh oder so. Ja. Und am Weg nach Hause... Ja. ...bin ich am 1er-Hörsaal vorbeigegangen. Ja? Ja. Und ich habe dann einen kurzen Zwischenstopp gemacht im 1er-Hörsaal. Und der war offen. Früher war der 1er-Hörsaal noch offen. Und dann habe ich einen Zwischenstopp im 1er-Hörsaal gemacht. Und ich war nicht alleine. Welcher Professor war dabei? Es war 4 Uhr früh und ich hatte am nächsten Tag eine Vorlesung im 1er-Hörsaal. Mit einer schönen Erinnerung? Ja. Einer schönen Erinnerung, die ich immer noch habe, wenn ich den 1er-Hörsaal sehe. Ja, bei mir hat es, also ich habe einmal vor dem 1er-Hörsaal, haben mich die Kräfte verlassen. Und ich bin eingeschlafen. Da waren so Bänke vor dem 1er-Hörsaal und ich bin einfach eingeschlafen. Und am nächsten Tag hat mich die Putzfrau aufgeweckt von der JKU und ja, nach einem Mensafest. Geil. Ja, so hat der 1er-Hörsaal immer wieder seine schönen Zeiten. Du hast ihn ein bisschen schlechter kennengelernt, ich ein bisschen du besser. Du hast ihn besser. Wir verlosen jetzt jedenfalls. Ja, wir verlosen Desinfektionsmittel. Desinfektionsmittel. Und es gewinnen einige, für nämlich was? Alle, die gesagt haben, es gibt 70 Studienrichtungen an der Johannes Kepler-Universität zu studieren. Das 70. ist richtig. Und da hatten wir einige. 70 ist richtig. Heli Rebol zum Beispiel. Wir müssen sie die merken. Ja, wir schauen uns das morgen an. Ja.
Also du. Du. Wir spielen Schere, Stein, Papier. Ja. Die Leute, alle, die gewonnen haben, schreiben uns ganz einfach. So einfach ist. Und wie glaube ich das? So, Pascal. Die habe ich hier stehen. Nämlich, es gibt jetzt einen, ja, fast schon Hauptgewinn, noch nicht Hauptgewinn. Ja. Eine Flasche Wein. Und diese Flasche Wein ist nicht nur eine Flasche Wein. Nein. Sondern, wer diese Flasche Wein gewinnt, ja, kann sie, muss nicht, aber kann sie gerne mit uns gemeinsam trinken. Am nächsten Mensafest 2024. Diese Flasche Wein, Platz für ein Danke. Und diese Flasche gewinnt, wer unser Lieblingslied aus den 90ern, ist es aus den 90ern? Ja. Ja. Also unsere absolute Lieblingsnummer aus den 90ern. Aber sagen wir so, nicht nur Lieblingsnummer, vor allem es geht um den Interpreten. Ja, es ist. Wir sind ja. Es ist ein bisschen trashy. Ja. Nein, Lieblingsnummer, ich bin bei der Nummer. Ich weiß nicht, wirklich, bist du bei der Nummer? Ich bin jetzt bei der Nummer, okay, die wir zum Beginn unserer Karriere hier auf der Uni sehr oft im Mensakeller gespielt haben. Und auch öfter mal als letzten Song gespielt haben. Genau. Welche Nummer ist das? Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world, I'm turning. Sie ist aus den 90ern, die Nummer, aus den 90ern, gell? Wir sind 90er-Kinder. Gleich gibt es den großen Hauptpreis. Unser ÖH-JKU-Package. Also. So, ihr Lieben, da ist jetzt schon einiges gekommen. Es ist nicht Queen. Nein, es wäre ja einfach. Es ist, ja, es ist wesentlich trashiger. Also 90er nochmal sehr trashig. Barbie Girl geht in die richtige Richtung, aber nicht ganz. Wenger Boys geht auch in die richtige Richtung, aber nicht ganz. Nein. Es gibt sogar eine Neuauflage dieses Songs. Was? Ja, eine 2020 oder 21 Version. Ja. Sie kommen nämlich wieder zurück. Der Zoom-Link ist übrigens, sieh mal, okay. Der Zoom-Link ist übrigens auf 2tagesbart auf der Instagram-Seite in der Bio für alle, die noch zu uns kommen wollen. Denn nur alle, die in diesem Zoom-Raum sind, können den Hauptpreis gewinnen mit 5x ÖH Sommerfest-Tickets, 10x Jägermeister. Matthias Fink ist auch da, servus. Hey, Finkster. Servus. Und wir machen vielleicht noch 15 Minuten Zugabe auf Zoom, weil auf Instagram schmeißt uns in 5 Minuten raus. Das heißt, 5 Minuten haben wir noch Zeit auf Instagram und dann gibt es noch Zoom. Also jetzt noch unbedingt für diese Flasche Wein mit uns. Was ist unsere Lieblingsnummer all time? Ja, sollen wir schon spielen? Nein, noch nicht. Nein, dann spielen noch andere. Ja. Das ist auch eine unserer Lieblingsnummern. Ich glaube, diesmal sind wir wirklich Erster. Weltweit. All I want for Christmas is
shake the ass, shake the ass. Nein, das war nicht unser Lieblingssong. Ja, warte mal, jetzt schauen wir mal, was die Leute da geschrieben haben. Wie schaut das? Macarena, Hashtag Wannabe, stark. Oh mein Gott, es hat tatsächlich jemand erraten. Es ist nicht Uptown Girl, es ist nicht Wannabe. Die Gewinnerin, ja, die es tatsächlich erraten hat, ist, ja, ich würde sagen, ja, sag's. Beide. Also, die eine hat ein Fragezeichen dahinter geschrieben, die andere war ganz bestimmt. Machst du einen Screenshot von den zwei? Ja. Sie sind wer? Jules Yu und Valentina Hammer. Denn unser Lieblingssong aus den 90ern ist ganz eindeutig der hier. Wanna know you better. Wanna push you, baby, but never too far. Wanna show you heaven. Wanna be like you, just as strong as you are. I wanna be daylight in your eyes. I wanna be sunlight, only one mile. I wanna be daylight in your eyes. I wanna be love, only stronger. Singen, alle mitsingen! Bevor wir zum Hauptgewinn kommen, müssen wir noch ganz kurz ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. War das schön mit euch. Vielen, vielen Dank für diese schöne Stunde. Ja, wir haben morgen um 19.30 Uhr wieder einen Zoom-Call unter demselben Link wie heute. Und da findet morgen Amors Lausbuben statt. Wir haben eine Dating-Show via Zoom. Das heißt, wer Single ist von euch und wer jemanden kennenlernen möchte, morgen unter demselben Zoom-Link wieder einschalten. Amors Lausbuben, auch für alle, die zuschauen wollen, ist es sehr lustig. Eine Single-Dating-Show via Zoom. Ganz genau. Also morgen 19.30 Uhr Amors Lausbuben. Gerne Frühstück mit Bier als Podcast abonnieren. Und ja, jetzt kommen wir zum Hauptpreis. Und das ist 5x Freikarten fürs ÖA Sommerfest, 10x Jägermeister, eine Flasche Wodka und 10 Gutscheine für den ÖH-Shop, dass man sich vorher noch Bücher kaufen kann, die man am ÖH-Sommerfest liest. Und diesen Hauptpreis gewinnt man, indem man die nächste Frage beantwortet. Die Antwortmöglichkeit gilt nur noch auf Zoom. Wir spielen noch eine kurze Zugabe auf Zoom für alle, die auf Instagram sind. Join us on Zoom. Link ist in 2-Tagesband-Bio. Einfach den Link klicken und auf Zoom dazukommen. Die Frage lautet, was? Wer beim nächsten Lidl am meisten aufgeht. Ah, okay. Für alle, die auf Zoom sind, jetzt die Kamera an. Wer beim nächsten Song am meisten abgeht, bekommt dieses super ultra mega VIP Package. Das ist die Frage. Und für alle, die heute gewonnen haben, unbedingt die Preise abholen bei der Kepler Hall. Ab Montag könnt ihr euch die Preise abholen. Aber wir schreiben euch. Genau. Und jetzt auf Zoom kommen. Yes. Denn
Der letzte Song zum Abgehen ist natürlich... So, Anna und Vicky sind da, Manuel Jell. Ja, warte noch geschwind. Alle mit Video. Ich scroll dann noch durch und schau, wer da noch... Letzte Chance, alle mit Video. Markus Weisbacher, Elüdo, warte noch schnell. Alle mit Video, die ganze Seite muss da voller Videos sein. Für alle auf Instagram, wir sagen jetzt schon mal Tschüss, wir steigen gleich aus. Kommt noch auf Zoom rüber, wir sagen danke, wir sind zwei Tagespartner. Das war das offiziell erste JKU-Mensafest online und wir hoffen, es war auch das letzte. Der Mensakeller ist leer, es ist Fahrt ohne euch, wir freuen uns auf euch bis zur echten, richtigen Party. Da gehen wir wieder richtig Gas. Oh ja, wunderschöne Worte zum Schluss und jetzt... Hallo, Freunde. Ein Song zum richtig Abgehen. Der am meisten abgeht auf Zoom, gewinnt den Hauptpreis. Wir stellen uns schon die ganze Zeit eine Frage. Wie viele Hände hat der Oktopus? Und 100.000 Hände. Wie viele Hände hat der Leguan? Und 100.000 Hände. Wie viele Hände? Christian ist gut dabei. El Hudo ist gut dabei. Benjamin Zahirovic, Raced an der Straße. Geil, Silo Grenz, Matthias Winkler. Wahnsinn. Julian, geht vorher. Wie ist der bei Julian? Julian ist raved. Julian ist zu cool zum Abgehen. Markus, was ist mit dir, du Schwachstück? Cool. Sibi, komm, gib mir mal ein bisschen Gas. Anna und Vicky, was ist los? Ganz geschwind, wie viele Hände hast du? Achtung, jetzt voll abgehen! Wie viele Hände hat der Oktopus? 100.000 Hände. Wie viele Hände hat der Leguan? 100.000 Hände. Wie viele Hände hat der Ameisenbär? 100.000 Hände. Wie viele Hände haben wir heute hier? 100.000 Hände. Die Party ist am Laufen. Sind schon alle da? Der Elefant will raufen. Doch er ist nicht der Star. Der Oktopus ist noch nicht hier. Er schmust mit einem Wirbeltier. Die anderen schreien ihm laut als du. Komm zu uns, blöde Kuh. Amselfisch und Trüffelschwein. Er lädt sie alle zu sich ein. Gockel. Die letzten Sekunden zum Abgehen. Aber geht's noch. Du, mein Kind. Wie viele Hände hat der Oktopus? Und alle. 100.000 Hände. Wie viele Hände hat der Leguan? Wie viele Hände hat der Ameisenbär? 100.000 Hände. Wie viele Hände haben wir heute hier? 100.000 Hände. Oh yeah! So, ich glaube, wir haben einen Gewinner, aber wir haben auch zwei Trostpreise. Ja, wir haben da einige, die so Gas gegeben haben. Fangen wir trotzdem mit den Trostpreisen. Julian, ich muss dich enttäuschen, obwohl du so Gas gegeben hast, bist du nicht unter den Top 70. Scheiße. Es tut mir wirklich leid. Scheiße. Mist. Nein, aber Julian bekommt trotzdem eine FSP1-Maske. Eine FSP1-Maske. Julian, du bekommst für deinen tollen Einsatz eine FSP1-Maske. FFP heißt es. 11LMP. Das ist ein Buff. Okay. Das ist sehr, sehr gewonnen gut. Haben unsere Trostpreise. Ihr bekommt ein Package, ein JQ-Package mit Outfit. Wir werden das noch zusammenstellen. Lasst euch überraschen. Gewonnen hat auf jeden Fall... Trostpreis. Also zweiter, dritter Platz. Genau. Podest. Benjamin Zahirovic. Ja. Auf der Straße draußen. Benjamin Zahirovic auf der Straße. Ja. Der hat abgeraved auf der Straße. Das war unfassbar. Und eine wirklich sehr, sehr knappe Entscheidung um den Sieg gab es zwischen Simon Krenn und seinen Jungs und zwischen Michael Schardax. Also ihr zwei, sollen wir noch ein Finale machen? Wir verabschieden uns jetzt mal auf Instagram und sagen vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn ihr das Finale von den beiden beim Upraven noch sehen wollt, dann kommt bitte unbedingt noch auf Zoom. Der Link ist in der Bio bzw. auf der Homepage bei der JKU. Liebes Instagram, pfiat euch, wir sehen uns morgen 19.30 Uhr zu Amors Lausbuben zur ersten Online-Single-Dating-Show. Bis dahin macht es gut. Servus. Ich steig mal schnell aus bei Instagram.
Okay. Okay, und dann machen wir Zoom. Megastar ist wirklich weggetötet. Ja, okay. Ja, sicher. Ja, bitte. Wir müssen es speichern. Ja, es ist so, ja. Passt. Tschüss. Servus. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Kommt's auf Zoom, ihr Lieben.